Was geht YouTube? Ich bin Calamanero Man und wir haben heute wieder einen kleinen aufgezeichneten, oder schon längst aufgezeichneten, aber live nachsynchronisierten Kampf von der International Challenge June 2014. Ich bin total überrascht, wie viele von meinen Videos kaputt sind. Ach, das ist so scheiße. Ich dachte mir echt, ja komm, nimmst du ganz viel auf, da hast du ganz viele Videos, die kannst du alle hochladen, während du lernst. Aber nein! Dann war ich noch so faul, die nachzusynchronisieren. Und synchronisiere das gerade am heutigen Tag nach. Und deswegen ist das Video höchstwahrscheinlich ein bisschen später. Unser Gegner bringt Fiaro, Glurak, Knackrak, Quajutsu, Klavion und Rotom Waschmaschine. Ja, genau, deswegen ist das Video vielleicht wahrscheinlich ein bisschen später online gekommen. Tut mir leid. Morgen gibt es auch noch ein nachsynchronisiertes. Das muss ich halt direkt noch danach nachsynchronisieren. Damit ich das schon mal fertig habe, weil danach, die nächsten danach sind auf jeden Fall wieder in Ordnung. Soweit ich das sehen konnte. Moment, wir sind jetzt bei 17, ja 17, 18, genau, 19, 20 sind wieder in Ordnung. Und dann, wie es bei 21 und so steht, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber dann bin ich sowieso wieder, von meinen Klausuren befreit. Hoffentlich alle bestanden, toi toi toi. Und, ja, unser Gegner startet mit Glurak und Fiaro, während ich mit Mautel und dem Ofen starte. Was natürlich ein super Start an sich für mich ist. Sogar, wenn ich mir jetzt gerade überlege, wenn der Gegner Glurak X ist, was ich mir irgendwie nicht glaube, weil mit zwei physischen Attackern starten. Aber wäre er Glurak X, dann könnte auch einfach mal so Mamutel. Wo ist sogar Glurak X? So. Jetzt im Nachhinein hätte ich das predicted. Okay, ich glaube, ich habe es irgendwie im Kopf. Ich hatte es doch irgendwie im Kopf, dass es Glurak X ist. Ich glaube, ich habe da. Ich glaube, ich habe da Y predicted. Er macht auf jeden Fall Rückenwind, was natürlich schon mal optimal für mich ist. Not. Glurak setzt Durchbruch ein, was nur echt überraschend ist, weil ich habe Glurak als größere Gefahr eingeschätzt und ja, hier kommt das Erdbeben. Hier kommt nicht das Erdbeben. Hier kommt der Donnerblitz, der nicht so viel macht. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich langsamer bin als Glurak mit meinem Rotom, was eigentlich gar nicht so überraschend ist, weil Glurak ist eigentlich relativ schnell. Hier kommt der Sturzflug von Rotom. Rotom und Sturzflug. Ja, Sturzflug Rotom. Nein, von Fiaro tötet Mamutel fast. Hier kommt der Eissplitter auf das Glurak. Das ist immer noch, neutral, neutraler Schaden, genau, das habe ich gesucht. Da kommt der Durchbruch, warum auch immer er jetzt unbedingt beide angegriffen hat. Will mir jetzt nicht so ganz in den Kopf. Ich gehe auf jeden Fall auf das Fiaro und nach dem Sturzflugschaden ist es weg. Weg, weg, weg. Tschüss, Fiaro. Das heißt, ich bleibe hier noch mit meinem Rotom und er hat sein Glurak X, was echt schön ist. Ich muss mir echt mal so ein Glurak X-Team überlegen, weil ich habe echt Lust, mal Glurak X zu benutzen. Weil an sich Glurak X ist total cool, okay, ich finde Y teilweise sogar viel besser, weil es einfach die Sonne setzt und alles, aber X ist schon ganz cool. Er bringt sein Klavion raus, was was erstmal mich dazu bringt, dass ich rüsten muss. Ja, Lucario geht hier mega, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich noch dran gedacht habe, dass der Rückenwind da ist. Ich hoffe, ich habe dran gedacht, dass der Rückenwind da ist. Erstmal Schutzschild, damit ich auch, damit ich meinen Speedboost kriege. Da kommt die Donnerwelle, die da nicht viel macht. Hier kommt der Flammenblitz. Rotom schützt sich. Hier kommt der Hitzekoller von... Nee, nicht Rotom schützt sich, Lucario schützt sich. Von Rotom auf Klefki, also das Klavion. Und damit ist Klavion erledigt. Rotom ist jetzt aber bei minus 2. Was natürlich für mich bedeutet, ich sollte nicht mehr ganz so lange drin lassen. Vor allem, weil er da jetzt gegen Glurak X nicht viel ausrichten können wird. Er bringt dann noch sein Knackrak ins Spiel. Was natürlich für mich so ziemlich heißt, ja, was mache ich gegen dieses Knackrak? Zumal ich immer noch das Problem habe wegen dem Rückenwind. Da hast du mich ganz kurz meine Maus gesehen. Unschön, ich glaube, da bin ich gerade am Damage kalken oder so. Da überlege ich mir noch, was soll ich jetzt damit machen? Auf jeden Fall haben wir dieses schöne kleine Rote. Ich finde echt immer die Kamerafahrten sehr schön. Ich würde mir nur echt wünschen, dass diese Boxen, also Kampfprüfungen und alles, dass die nicht wären. Ich meine, immer wenn ich Thumbnails erstelle, sowieso, ich hätte gerne auch irgendwie die Option, dass ich die ganzen
damit ich da alles ausblenden kann. Ich mache erstmal Turbo-Tempo und das tötet Glurak X fast. Das war aber so ziemlich meine klügste Wahl, die ich machen konnte. Rotom nimmt dadurch ganz schön viel Schaden. Hier kommt der Flammenblitz auf Lucario. Tschüss, Lucario. Wir werden dich vermissen. Aber, das ist jetzt das Beste. Das ist jetzt das Allerbeste. Glurak schaltet sich selbst aus. Und hier kommt das Irrlicht von Rotom. Knackrack kann jetzt nicht mehr wirklich viel machen. Schade nur, dass mein Mamutell weg ist, denn Mamutell würde Knackrack einfach mal ohne Probleme erledigen. Der Rückenwind lässt wenigstens nach, leider eine Runde zu spät. Ah, ich habe immer noch meinen Durengard, deswegen wollte ich nicht in Dingens wechseln, von Lucario in Durengard wechseln, denn Durengard ist auch so ziemlich tot und dann konnte ich lieber noch ein bisschen Schaden raushauen. Rotom schützt sich erstmal selbst, Knackrak benutzt Steinhagel, Rotom schützt sich selbst, Durengard nimmt eigentlich kaum Schaden. 4, 5, ist ja 132, 133, habe ich gerade verlesen. 5 Schadenspunkte, aber Durengard schreckt zurück. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir angucke, wie viel Schaden dieses Knackrak meinem Durengard macht und es höchstwahrscheinlich Choiced ist, würde ich persönlich vermuten, dass ich es einfach ausdauern kann, indem ich immer wieder in Schildform wechsle. Würde ich jetzt vermuten. Also der Gegner kann da nicht mehr wirklich viel machen. Ich meine, er brennt langsam weg. Hier kommt noch ein Steinhagel. Er scheint in den Steinhagel gechoiced zu sein und Rotom wehrt die Attacke ab. Und hier kommt ein Hitzekoller. Mein Gott, Rotom wehrt die Attacke einfach mal so ab. Aber der Hitzekoller macht nicht sehr viel. Er ist resisted und Rotom ist schon bei minus 2, jetzt bei minus 4. Aber Knackrack ist jetzt trotzdem im gelben Bereich durch die Verbrennung. Rotom, er kann nicht mehr wirklich sehr viel machen. Ich könnte jetzt irgendwie noch Schutzschild, glaube ich, machen. Oder noch einen Hitzekoller. Aber ja, ich mache jetzt Schutzschild, weil Donnerblitz funktioniert ja nicht, weil Knackrack ja ein halb Boden-Pokémon ist. Und hier sehen wir, dass er nicht Choiced ist. Deswegen macht er hier seinen Feuerzahn, der aber dank der Verbrennung nicht sehr viel macht und meine Weakness Policy aktiviert, also meinen Schwächenschutz. Tja, jetzt bin ich bei plus 2 Angriff, plus 2 Spezialangriff. Mal gucken, wie dir dieser Spukball schmeckt. Okay, ich glaube, es hätte nicht mal einen Unterschied gemacht, wenn ich nicht bei plus 2 Spezialangriff wäre, wäre es trotzdem tot gewesen. Damit haben wir schon mal den ersten Kampf gegen Hikaru gewonnen. Den ersten Kampf. Und dann sind wir natürlich auch mal gespannt, wie es jetzt so mit dem zweiten Kampf abläuft. Da sind wir sehr gespannt. Nebenbei, wo ich jetzt gerade noch dabei bin, es tut mir immer noch leid, dass das Video hier ein bisschen später online kam. Nebenbei könnt ihr euch schon mal freuen, dieses Wochenende ist ja das Legendenturnier. Und da habe ich mir eigentlich überlegt, daran teilzunehmen, auch wenn ich nicht ganz so gute Pokémon habe dafür. Aber das wird ja bestimmt schon mal so ganz lustig, das mal durchzumachen. Hier haben wir auch schon unseren nächsten Gegner gefunden. Massa aus Japan, Aichi. Und er bringt ein Gyarados, ein Kapaloris, Toxiquack, ein Rotom-Waschmaschine, ein Quaxo und ein Zedraking. Was wir hier sehr offensichtlich sehen, ein Rain-Team. Und so ziemlich Rain-Teams sind die Teams, mit denen ich immer sehr, sehr große Probleme mit diesem Team habe, hatte und werde. Ich bin immer noch am Überlegen, wie ich vernünftig dort was gegen Rain-Teams machen kann, weil das größte Problem in so einem Rain-Team ist immer Gyarados. Also jedenfalls für das Team, was ich habe, ist das größte Problem Gyarados. Weil ich habe so ziemlich nichts, was ich vernünftig gegen Gyarados anwenden kann. Und deswegen, ich überlege schon irgendwie so ein Hidden Power Electro Quajutsu. Oh, jetzt so gern Hidden Power Electro Quajutsu. Ja. Das heißt, ich muss mich irgendwann mal da dran setzen und meine schwarze Edition wieder weiter zu spielen, damit ich mir Pokémon wieder eher entgehen kann, weil die hatte ich irgendwann mal neu gestartet und nicht mehr weitergespielt. Und dann brauche ich halt wieder zum Ehren gehen, damit ich wieder ein Ditto Ehren gehen kann. Damit ich mir wieder ein Ditto Ehren gehen kann, so ein Hidden Power Elektro Ditto und dann einfach nur loszüchten und hoffen, dass alles von Ditto vererbt wird und das dann so passt. Ich meine, wenn es nur rein von Ditto vererbt werden würde und ich dann immer weiter züchte, dass dann irgendwann auch bloß so die Werte von Ditto alle übernommen wurden,
dann ist ja irgendwann nur noch so eine 50-50-Chance, dass halt genau der Wert, der ungerade sein muss, ungerade ist und dann passt das. Ich schütze mich hier erstmal, während er mit seinem Kappa Loris einen Mogelhieb auf Kramux macht. Ungut für mich. Hier kommt Surfer von seinem Quaxo, dass Kramux auch nochmal ein bisschen Schaden macht. Wir müssen uns überlegen, wir sind im... Und er landet sogar einen Volltreffer gegen sein eigenes Pokémon. Und aktiviert dadurch seine Weakness, seine Knolle, die seinen Spezialangriff erhöht. Ach ja. Ganz ehrlich, ich hatte dann sogar, glaube ich, im Video nachgeguckt, was denn so genau die Knolle macht. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr, was die Knolle genau macht. Aber ja. Ja. Also ich habe keine Ahnung mehr, was die Knolle jetzt im Speziellen macht, aber die wird, glaube ich, aktiviert, wenn man einen kritischen Treffer kriegt. Und wie wir sehen, sie erhöht plus 2 Spezialangriff. Er wechselt seinen Quaxo aus, wechselt da in sein Toxiquack. Ich setze erstmal Rückenwind, weil ich kann mir so ziemlich denken, Kramox wird nicht wirklich überleben. Sein Kappa Loris benutzt Surfer, der Lucario fast tötet, Kramox fast tötet. Und der Nahkampf tötet auf jeden Fall dieses Kappa Loris. Das ist ja schon mal etwas. Lucario ist jetzt leider bei Minus Defense, ist aber wenigstens jetzt nicht mehr das Pokémon, das sehr viel schneller im Regen ist drinne. Wahrscheinlich kommt jetzt aber Zedraking rein. Oh, ich muss mich da rein. Ja, jetzt kommt Zedraking rein. Ich muss mich auch mal daran setzen, einen Zedraking zu züchten. Weil das gehört so ziemlich zu den Pokémon. Ich habe schon eine relativ große Auswahl, aber so Zedraking, das habe ich mir noch nicht gezüchtet, obwohl sogar VGC ist. Also ich habe eine riesige Auswahl an VGC-Pokémon, deswegen teilweise das Problem ist, oh ja, hier der Mogelhieb tötet Lucario fast. Lucario ist zurückgestreckt. Downenreigen, ja, kann ich jetzt nur noch Downenreigen auf sein Toxiquack machen. Hier kommt der Surfer, der Toxiquack dank Trockenheit nicht viel Schaden macht und dann mit... Oh, jetzt habe ich gerade Schluck auf. Damit verabschieden sich Kramux und Lucario vom Feld. Aber wir sehen, Zedraking ist live orbed. Aber was soll ich jetzt noch großartig gegen Zedraking machen, weil ich auch leider keinen Drachen dabei habe. Wo ich darüber überlegt habe, meinen Quajutsu Hidden Power Dragon beizubringen, weil es hat Dragon als Hidden Power. Aber hier kommt halt Quajutsu, das natürlich optimal mit Toxiquark fertig werden kann. Mit einem kleinen Sondersensor. Aber was soll ich größtenteils machen, um dieses Zedraking loszuwerden? Denn Zedraking ist hier das große Problem. Er wechselt sogar seinen Toxiquack aus. Er wechselt damit in seinen Quaxo. Leider nicht ganz so schön. Zedraking benutzt Schutzschild. Das heißt, er sieht, dass ich Sondersensor benutze. Wird somit auch nicht seinen Toxiquack einwechseln, wenn er es vermeiden kann. Taktikwechsel, der Spukball, den ich höchstwahrscheinlich benutze, geht, ja, Spukball, weil Geist trifft eigentlich alles relativ, wirklich sehr, sehr gut. Also Geist ist wirklich eine super Coverage-Typ, weil das so gut wie alles wenigstens neutral trifft. Einige Sachen ja sogar effektiv, wie Geist, Psycho, fiel mir jetzt gerade auf jeden Fall nichts anderes ein. Ja, wechselt wieder aus, geht wahrscheinlich davon aus, dass ich nicht auf die Idee kommen würde, seinen Toxiquark anzugreifen. Ich mache hier wieder einen Taktikwechsel. Vielleicht wäre jetzt im Nachhinein, aber ich meine in dem Moment, wer würde das schon predikten, wäre es im Nachhinein vielleicht ein bisschen klüger, Doppelangriff auf Zedraking zu starten, wobei Durengard sehr, 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 sehr langsam ist. Aber Quajutsu überlebt jetzt natürlich durch den Focus Sash und er nimmt noch ein bisschen mehr Live-Orb-Schaden. Und der Regen lässt nach, was eine gute, gute Nachricht für mich ist. Leider kommt hier die andere schlechte Nachricht. Der Rückenwind lässt auch nach. Aber wir wissen ja, da wir ja Regen und Rückenwind hatten, dass wir auf jeden Fall schneller sind als Zedraking. Denn gerade waren wir schneller als Zedraking. Das heißt, wir sind jetzt auch schneller als Zedraking. Ist nur die Frage,
was können wir da jetzt am klügsten machen? Hier kommt ein Schutzschild von Zedra King, weil er wahrscheinlich davon ausgeht, dass ich Zedra King eher angreifen werde. Hier kommt ein Mogelhieb, der natürlich Quajutsu erledigt und wir wahrscheinlich mit Durngard auf das Zedra King gegangen. Er hat es bloß ausgewechselt, um nochmal einen Mogelhieb ausführen zu können, was natürlich eine optimal super gute Strategie ist. Hier kommt der Spukball leider in das Zedra King. Und damit ist das eigentlich auch Game, weil ich meine, Durngard wird jetzt nicht beide auf einmal gleichzeitig ausschalten können. Wenn es das doch könnte, dann wäre Durngard hiermit offiziell mein absolutes Lieblings-Pokémon. Aber das wird es nicht. Das wird es eindeutig nicht. Er bringt erstmal wieder seinen Regen raus, denn ich meine, es kann ja nicht schaden, trotzdem schneller zu sein. Auch wenn er sowieso schon Durngard outspeedet. Er benutzt Tiefschlag und erledige mich damit. Ich meine, ich hätte jetzt noch in den King's Shield wechseln können, also wieder in die Verteidigungsform. Aber was hätte das gebraucht, außer das Spiel in die Länge zu ziehen? Ich hätte da nicht gewonnen. Trotzdem hoffe ich, hat euch dieses Video sehr, sehr, sehr gefallen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann drückt doch bitte auf Gefällt mir, denn eure Unterstützung ist so ziemlich alles, was diesen Kanal ausmacht. Ich wollte jetzt dabei gar nicht lachen, aber ja, es ist so. Ohne eure Unterstützung würde ich auch keine neuen Videos machen, weil es kommt mehr darauf an, dass ihr es mögt. Ansonsten abonniert den Kanal, dann wisst ihr auch, wenn neue Videos kommen und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann!